Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth. In der letzten Folge haben wir Wendem gespielt, haben Kane bekommen. Kane ist nicht Judas, das ist richtig. Haben den Greed-Modus mit ihm geschafft. Endlich haben wir mal den Windswag wieder, das ist ganz toll. Und heute machen wir wieder eine Challenge. Ich habe mir überlegt, wir machen einfach jeden zweiten Tag eine Challenge. Warum nicht? Das kommt eigentlich ganz gut. Und da sich nur einer eine Challenge gewünscht hat, nämlich der Andreas Weiß. Der Andreas Weiß weiß, dass ich die Guardian Challenge machen will. Nein, wollte ich eigentlich nicht, aber er hat sich die gewünscht, deswegen machen wir die einfach mal. Machen wir die Beschützer Challenge. Da, da, da. So, die Beschützer Challenge ist folgendes. Wir können nicht schießen, wie ihr seht. Wir haben aber dieses hübsche kleine Schwert da um uns rum. Das ist das, beziehungsweise das ist kein Schwert. Das sieht zwar aus wie ein Schwert, ist aber eigentlich der Speer des Schicksals. Auch Spear of Destiny genannt. Das ist dieser Speer, den Jesus in seine linke Seite reingerammt bekommen hat, als er schon am Kreuz hing, um zu gucken, ob er noch lebt. Ja, habe ich mir heute die Doku zwar angeguckt, die war ganz schön interessant. Könnt ihr euch auch auf YouTube angucken, weil euch das interessiert. Auf jeden Fall ist das dieses Schwert, das kann man nicht schießen. Ansonsten ist das eigentlich ganz cool. Eigentlich ist dieses Item auch kleiner, nur für diese Challenge ist es ein bisschen größer gemacht worden. Naja, sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Und wir können halt nicht schießen, wie gesagt. Wir können dafür fliegen, weil wir den Holy Grail haben. Dann haben wir noch den Punching Bag. Das ist nämlich auch das Blöde. Wir haben den Punching Bag und dazu noch Isaacs Heart. So, wer Isaacs Heart nicht kennt, das ist, wenn das Heart getroffen wird, dann verlieren wir Leben. So, durch den Holy Grail haben wir erstmal noch Fliegen bekommen und einen Herzcontainer, das heißt, wir haben 4 Herzen zumindest. Aber die Gegner fokussen lieber den Punching Bag, wenn der näher dran ist, als uns. So, das heißt, wir müssen auf jeden Fall unseren Punching Bag hier beschützen, weil das Herz, wie ihr seht, leider den Punching Bag folgt und nicht uns. Genau, das ist die Challenge. Wir sehen auch ganz schön cool aus. Das gefällt mir gerade. Die Haare, die sind cool. Wir sind quasi Jesus und müssen uns vor unseren eigenen Typen schützen. Das einzig Gute ist halt... Oh, wir machen überhaupt keinen Schaden. Hilfe! Dass wir keinen Schaden bekommen. Das ist das einzig Gute. Nur unser Punching Bag. Das Blöde ist halt, dass er auch hinläuft... Oh nein, genau. Dass er hinläuft, wo er will. Wir können ihn also nicht irgendwie steuern. Das heißt, wir müssen die Gegner so schnell es geht töten. Wir können ihn auch nicht wegschieben, okay. Das ist natürlich blöd. Gut, und dann schauen wir einfach mal, was hier so abgeht. Du läufst bitte nicht in das Feuer. Oh Gott, da müssen wir dann richtig toll aufpassen. Voll später wird das schlimm. Ansonsten, die Challenge endet bei Mams Herz, also ziemlich weit unten. Das ist ein bisschen blöd. Klatsch mal eine Lack ab, das ist ja nicht gut. Machen wir das mal auf, vielleicht... Okay, Bob's Rotten Head. Finde ich gar nicht so schlecht. Haben wir wenigstens noch anderen Damage irgendwie, außer diesem Schwert. Nein, ihr lasst mein Herz in Ruhe. Und wir können, wenn der mal ein bisschen weggehen würde... Könnten wir auch probieren, ob da der Geheimraum ist. Müssen wir halt immer mal so ein bisschen aufpassen. So, was haben wir hier? Infested. Nein, wir sind größer. Oh, das ist gar nicht so schlecht für uns. Denn wenn wir größer werden, ist das wirklich gar nicht so schlecht. Ich glaube, es ist sogar eine gute Idee. Gut, gehen wir mal zum Boss und hoffen, dass wir den auch recht einfach besiegen. Dieser Speer macht nämlich den doppelten Schaden von den normalen... Von den normalen Tränenschaden. Heißt also... Wenn wir stärker werden, dann wird dieses Schwert natürlich auch stärker. So. Genau. So viel zur Challenge, würde ich sagen. Außer vielleicht, was man noch bekommt. Oder wie man sie freischaltet. Freischalten tut man sie, indem man das erste Mal Mutters... Oh nein, lass mein Herz in Ruhe. Oh nein, ich verliere hier ganz viele Leben. Ja. Scheiße. Wenn die Gegner einmal an den Herzen dran sind, ist scheiße. Genau, man schaltet das frei. Wenn man Mutters Herz das erste Mal besiegt... Nee, wenn man Mutter besiegt das erste Mal... So, jetzt habe ich so viel über Herzen gesprochen. Und wir würden freischalten eine Rune. Nein, das ist mein Herz in Ruhe. Verdammt, wir müssen auf jeden Fall stärker werden. Wir machen die nicht schnell genug tot. Genau, wir würden eine Random-Rune bekommen, die Blank Rune, so nennt sich die. Und die kann jeden Runeneffekt haben, den es so gibt. So, hi. Nein, nein, hör auf damit! Ah, du Bastard! Oh, ein Lebensupgrade. Das ist auch noch Vollheil. Okay, perfekt. Gut, haben wir uns gerade nochmal gerettet. Holy shit. Das ist nicht so geil. Blöder Punching Bag, hör auf.
Nein, nein, du lässt mein Herz in Ruhe. Nein, du lässt mein Herz in Ruhe. Oh Gott, wir müssen hier den großen Bruder spielen. Mensch, Mensch, Mensch. Oh Gott, oh Gott. Okay, kriegen wir aber hin. Bisher lief das ja noch ganz okay. So, Lockdown ist egal. Wir haben auf jeden Fall Bomben. Hoffentlich sind da blaue Herzen drin. Jo. Und auch ein Schlüssel, finde ich auch sehr gut. Wir haben nur 10 Münzen. Ist die Frage, ob man mit 10 Münzen schon in den Shop gehen sollte oder lieber noch warten sollte, bis man... Ja, larger werden ist immer gut. So, schade, da war nichts drin. Goldene Räume gibt es ja nicht. Wir können aber umsonst in die ganzen Stachelräume rein. Fällt mir gerade so auf. Sollte ja gehen, oder? Ja, dafür braucht man nur ein Herz, okay. Was haben wir hier? Hier waren wir schon drin. Okay, okay. Gut. Den können wir ja eigentlich zum Boss. Oder? Ich glaube schon. Wir können natürlich noch kurz nachgucken, ob hier der Geheimraum ist. Ja, was haben wir hier Schönes? Nur sowas. Ja, komm. Wenn wir schon eine Bombe dafür opfern, dann spielen wir hier jetzt auch. Ah, guck mal, eine Münze. Hat sich ja schon nicht gelohnt. Oh, noch eine Münze. Vielleicht kommt da irgendwann eine Lucky Pen raus. Aber dass wir so groß sind, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Vielleicht fokussieren uns dann die Gegner mehr. Oh, tatsächlich, wir haben ein Lack-Up-Ding bekommen. Okay, ja, dann hat sich das eventuell gelohnt. Wahrscheinlich gäbe es im Shop für irgendwas Besseres. Allein ein blaues Herz wäre schon besser gewesen, aber... So, nein, du lässt mein Herz in Ruhe. Bleib bloß weg von meinem Herzen, du Bastard. Au. Okay, jetzt Speed Up. Ist gut, ist okay. Gut, also bisher leben wir ja noch. Menno, Andreas, wieso hast du mir diese Challenge gegeben? War doch klar, dass die blöd wird. Aber ich krieg das hin, hoffentlich. Das Gute ist ja, wir können einfach gegen die Gegner gegenlaufen und die dann quasi so ein bisschen wegdrücken, wenn die irgendwie zu unserem Herzen wollen. Dieses Herz erinnert mich auch immer an Paper Mario. Das für die Nintendo 95 war das, glaube ich. Nein, oh Gott, stell dich doch nicht in den Weg. So, da gab es nämlich einen Boss. In so einer komischen Mühle, in so einem Geisterdorf. Und der hatte auch immer so ein Herz. Beziehungsweise, den konnte man halt keinen Schaden zufügen. Und der hat die ganzen Geister gegessen, die ganzen Behus. Und die fanden das ganz doof. Und deswegen sollte man die dann beschützen. Und den besiegen, diesen blöden Endboss. Und der hatte... Oh, einen Damage-Up, sehr schön. Der hatte nämlich dann sein Herz in einer Truhe eingeschlossen. Wie Davy Jones quasi. Und dann musste man irgendwann gegen das Herz kämpfen. Und das erinnert mich irgendwie immer daran. Ja, ja. Ein Schwenk aus der Jugendzeit. Paper Mario. Oh Gott. Ja, nehmen wir mal mit. Was haben wir da? Lohnt sich nicht. Wir haben nämlich nur 3 Münzen. Wir bräuchten ein paar mehr Münzen. Ein paar mehr Münzen wären ganz toll. Du lässt das alles hier in Ruhe. Da ich fliege, aus. So, infested. Okay, das sind zumindest ein... Behinderte eine Spinne. Da haben wir wieder die Geheimraum gefunden, denn mit ein paar Bomben ist auch nicht so kacke. So. Ich muss mich nur dran gewöhnen, dass wir halt überall gegenlaufen dürfen. Könntest du kurz weggehen, dass ich das aufsprengen kann? Bitte ein bisschen weiter. Geh doch bitte weg. Wehe, du kommst. Nein, auf. Gut. Okay, Red Patch ist gar nicht so kacke. Du lässt mein Herz in Ruhe. Oh nein, wieso. Visier dir mein Herz an. Stirb. Stirb. Vielleicht sollte ich einfach bei meinem Herzen rumstehen und alles abfangen. Hm. Wäre vielleicht auch eine gar nicht so schlechte Idee. Aber war jetzt nicht so schlimm, dass wir das gemacht haben. So. Noch ein Schlüssel. Ja, aber wir sind groß. Ein großes Tal. Okay. Wir könnten schon zum Boss gehen. Aber dann verlieren wir vielleicht ein paar Münzen. Wir haben 6 Schlüssel, wir gucken jetzt einfach mal hier rein. Komm. Was haben wir hier? Wir haben ein Damage-Up. Ist gar nicht so kacke, wir nehmen also Devil mit. Und hallo Dark One. Pum. Bitte stirb schnell genug, danke. Was kriegen wir Schönes? Okay, schwarze Herzen. Schwarze Herzen sind immer gut. Und dann sind wir hier auch durch. Gut, 4. Ebene schon. Okay, läuft bisher besser als gedacht, muss man ja ganz ehrlich mal sagen. Bloody Graves 2. Okay, diese Räume sind natürlich blöd. Nein, 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 nein. Hör auf. Dass man dich immer beschützen muss, du blödes Punching-Bag-Ding. Da ist ein blauer Stein.
Bitte nicht nach oben gehen. Dankeschön. Rote, blaue Herzen. Okay, läuft bisher ganz gut. Wir haben auf jeden Fall recht viele Herzen. So, und hier sollten wir jetzt umsonst reingehen können. Genau. Oh, ein Gabi-Item. Es gibt übrigens... Nehme ich mal mit. Gabi-Items sind toll. 6 oder 7 neue Transformationen. In der letzten Folge hatten wir nämlich diese Pilztransformation. Die hat uns einfach nur ein Leben mehr gegeben, aber immerhin. Weil ich habe mich ja gewundert, woran das lag. Und dann habe ich jetzt mal nachgeguckt, was für Transformationen es gibt. Und es gibt tatsächlich jede Menge neue Transformationen. Und eine davon war diese Pilztransformation, wo man einfach 3 Pilz-Items braucht. Wer hätte es gedacht? Ah, Badu. Genau. Genau. Dann gibt es noch irgendwie Mom zum Beispiel. Das wussten auch ganz viele. Dann Bob. Dazu gehört jetzt auch Bob's Brain. Das heißt, wenn wir noch 2 andere Bob-Items finden, was aber sehr unwahrscheinlich ist, dann würden wir zu Bob werden und dann würden wir eine giftige Spur hinter uns herziehen und so. Ist schon ganz geil. Und da gibt es dann halt noch viele weitere. Viele weitere. Finde ich ganz cool, dass der Edmund das eingebaut hat. Und ich finde es auch cool, dass wir jetzt endlich mal ein paar Fliegen hier haben, die unser Herz ein bisschen besser beschützen können, glaube ich, als wir. So. Wir haben 12 Münzen tatsächlich. Hm. Ich kaufe mir mal das blaue Herz. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall noch Herzen brauchen. Und sonst, der Rest kann da bleiben. Können wir hier irgendwas? Eine Karte. Magician. Hm. Gut, bringt uns irgendwie gar nichts, wenn wir dich schießen können. Bitte lauf nicht gegen den. Bitte. Ach Gott. Okay, alles gut. Gut, haben wir den auch geschafft. Kriegen noch ein Tiersub, was uns nichts bringt, aber wir haben's. Da ist ein 2. Gabi-Item. Das nehme ich tatsächlich mit. Und es ist halt doch auch ein bisschen Schaden. Oh Gott, ist das kleine Gegensatz zu uns. Okay, jetzt haben wir auch die ganze Zeit so ein geiles Scheißhaufen-Ding mit uns. Es bringt zwar eigentlich gar nichts, wenn wir Gabi werden, glaube ich. Also wir würden nicht viel mehr Fliegen produzieren, weil wir trotzdem nur dieses Messer haben. Aber Gabi-Sein ist immer toll. Wenn man Gabi sein kann, wenn man schon eine Katze sein kann, ich bitte euch, dann... Muss man auch eine Katze werden dürfen, können, tun. Und so. So. Okay, nicht schnell raus hier. Sonst hätten wir doch Schaden bekommen. Ich habe mir diese Challenge tatsächlich schwerer vorgestellt. Aber ich glaube, es wird jetzt richtig kacke. Jetzt bei Mutters Herz oder... Zum Beispiel hier auch schon. Oh Gott. Oh nein, schnell töten alles. Es muss nur ein assiger Raum kommen, wo man die Gegner nicht schnell genug töten kann. Und die ganze Zeit an den Herzen dran sind. Und dann ist Kacke. Was ist das denn? Ich will das haben, egal was es ist. Die Sanduhr will ich haben. Nein, lass mein Herz in Ruhe. Wir haben schon wieder nicht so viele Leben. Okay, wir geben all unser Geld, glaube ich, für Herzen aus. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Nein, gut. Ein blauer Stein, finde ich gut. Was kriegen wir? Oh, Small Rock, okay. Sollte unser Schaden eigentlich, ja, schon recht hoch sein. Finde ich gut. Geld könnten wir noch irgendwie sammeln, aber brauchen wir an sich nicht. Da ist noch ein Stachelraum, da gehen wir nochmal rein. Wenn er schon umsonst ist, ne? Ach, 2 schwarze Herzen, das hat sich gelohnt. Gut. Bumm. Ansonsten können wir nicht wirklich viel machen. Wir könnten halt 4 Münzen noch irgendwie holen, wenn wir Glück haben. Aber dabei können wir auch wieder ganz viel... Oh nein. Genau so ein Gegner habe ich gehasst. Warum? Warum kommst genau du jetzt? Okay, war gar nicht so schlimm. Hätte ich gedacht, dass das schlimmer wird. Naja. Mask of Infamy, du enttäuschst mich. Und du auch. Holy crap, okay, wir sind richtig stark. Gut, ich behalte trotzdem mal Gabis Head. Weil die Fliegen einfach viel zu OP sind. Und wir sind jetzt so stark, dass die Fliegen halt noch stärker sind. Also das lohnt sich schon. So, du bist tot. Du lässt mein Herz in Ruhe, du verdammtes Ding. Ey. So, der sollte recht schnell sterben. Was haben wir hier Schönes? Wir haben auf jeden Fall genug Schlüssel. Ich schaue einfach mal nach. Oh, ganz viel Geld. Da ist doch garantiert irgendwo ein Lucky Penny dabei. Komm schon. Irgendein Glücksset. Ich möchte ein Glücksset. Schade. Egal. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Geld. Können wir mal in den Shop reingucken. Und uns Sachen kaufen. Oh Gott. Böser Raum. Shop? Bist du hier irgendwo? Ich suche dich, Shop. Ich ersuche dich, um Geld bei dir auszugeben. Was haben wir hier Schönes? Wir haben ein blaues Herz. Das können wir mitnehmen. Wir nehmen auch außerdem noch mit diese Pille, die Infestidis.
Und dann nehmen wir noch den Schlüssel. Und mehrere brauchen wir nicht. Schade, dass da kein Revolt-Teil war. Aber ist nicht weiter schlimm. Wir könnten natürlich noch. Oh Gott. Nein, lass mein Herz in Ruhe. Ich hasse es. Immer dieses blöde Herz. Ansonsten sind wir aber OP. Ja. Wenn nicht dieses blöde Herz da wäre, dann wären wir OP. Ach, ihr seht interessant aus. Nein! Okay. Gerade noch so gerettet. Wow. Das war. Was? Da kommt Spinnen raus. Seid ihr auch entfestet? Oh Gott, nein. Niemand explodiert in meiner Nähe. Nicht in der Nähe von meinem Herzen. Das ist mein kleiner Punching Bag. Keiner tut meinem Punching Bag weh. Mein ganzes Leben wurde schikaniert. Jetzt ist damit Schluss. Ich beschütze dich, Punching Bag. Das hat auch nichts damit zu tun, dass du mein Herz bei dir trägst, sondern einfach nur aus Nächstenliebe. So. Gut, Punching Bag. Bis hierhin lief das doch schon mal ganz okay. Okay, noch zwei blaue Herzen. Geilo. Aber sieht gerade so ein bisschen so aus, als wenn diese Challenge nicht sehr lange gehen würde. Wäre aber schön, wenn wir sie beim ersten Mal wenigstens schaffen. Hallo Mutti, die rote Version. Finde ich gar nicht mal so kacke. Dann spawnt die wenigstens keine Sachen. Aber sie visiert natürlich unser Herz an. Naja, ist nicht weiter tragisch. Wir nehmen mit. Wir sind Isaac und wir nehmen mit ein Polaroid. So, wir haben keinen einzigen Devil Deer. Doch, wir haben schon einen Devil Deer bekommen. Was haben wir hier? Spinnen. Aber wir haben schon unsere Fliegen. Von daher brauchen wir dich. Bye, bye. Ja, geil. Nur noch zwei Ebenen sind wir schon durch. Die Folge wird nicht mal eine halbe Stunde. Was? Ich dachte echt, die Challenge wird schwerer. Aber wir sind. Das Schwert ist ja voll stark. Oh, Moment. Das ist kacke. Geh weg. Geh schnell weg. Bevor das Teil kommt. Oh Gott, nein. Ach, man wird aber nicht aus dem Raum rausgezogen, oder wie? Okay, das war jetzt trotzdem assig. Scheißdinger. Und wir ziehen jetzt auch noch ein Leben ab. Oh, das ist schlecht. Was ist das denn? You feel cursed. War das gut, dass ich... Ich hatte das schon mal. Ich weiß aber nicht, was es gemacht hat. Nein, oh, ich dachte... Ach, das mit... Nein, nein. Ich bin geküsst. Ich bin geküsst. Einfach irgendwann kommen hier Bomben, denen ich nicht ausweichen kann, weil mein Punching Bag den ausweichen muss. Oh, oh. Ja, also kann sein, dass das jetzt hier am Ende nochmal ein bisschen Kacker wird. Haha, Kacka, und hier liegt überall Kacke. Hehe, witzig. Nicht so witzig, okay. Dann doch nicht. Morgen ist übrigens Freitag der 13., Leute. Freitag der 13. Habt ihr Angst vor Freitag den 13.? Passt ihr besonders auf, dass euch nichts passiert am Freitag den 13. oder ist euch das scheißegal? Ist das vielleicht sogar ein Glückssack von euch? Kann ja auch sein. Mama Gödi, hi. Ich hatte den immer noch nicht, ohne dass ich fliegen konnte. Nein, ich habe Leben verloren. Dafür kriegen wir jetzt wieder zwei Herzcontainer dazu. Auch nett. Ja. Abaddon ist ein sehr schönes Item, müsst ihr wissen. Ich hätte vielleicht als erstes das Ding da mitnehmen sollen, aber ist auch egal, weil wir haben sowieso nur noch eine Ebene. Ja, sind wir hier durch, ne? Haben ganz viele schwarze Herzen. Bekommen jetzt jedes Mal, wenn wir einen Schaden bekommen, auch noch ein Schild dank Polaroid. Und da hat man eben den Schniedel gesehen. Oh Gott, schnell weggedrückt, sonst sperrt mir YouTube doch das Video. Ihr wisst ja, wie YouTube so drauf ist. So, Lockdown, ja, auch eine schöne Karte. Und ich hoffe einfach mal, dass Mutters Herz hier irgendwo rechts ist und gnädig mit uns ist und nicht die ganze Zeit Schaden zufügt oder blöde Gegner spawnt. Das wäre ganz schön. Moment, wir kriegen ein Schild, aber kriegt dann... Oh, nein, nein! Wer kriegt dann... Ne, niemand kriegt ein Schild, das ist ja blöd. Haben wir schon ein Schild, aber niemand kriegt den Schild. Ach, guck mal, hier ist er wirklich... Die Folge geht einfach nur 20 Minuten. Was ist hier los? Oh Gott, das geht viel zu schnell. Okay, diese Challenges sind gar keine Challenges. Oder vielleicht doch, man weiß es nicht. Hallo, Atlas. Okay, wir machen auf jeden Fall guten Schaden. Kriegen kein Schild, oder doch? Doch, wir kriegen anscheinend irgendein Schild. Irgendwie schon. Aber irgendwie auch nicht. Man weiß es nicht so genau. Auch egal, haben wir schon geschafft. Und die Folge ging nicht mal 20 Minuten. Aber wir haben die Blank Moon bekommen. Ja, gut. Dann kann die Folge vielleicht mal sogar rechtzeitig kommen. Das wäre ja auch was Schönes. Gut, also das war die The Guardian Challenge, die sich Andreas Weiß gewünscht hat. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Challenge ich dann übermorgen machen soll, welche ihr lieber sehen wollt. Ich weiß von
einigen, was man machen muss. Bei XXXXXXXXXXXXL hat man nur XXXXXXXL-Ebenen. Das ist ein bisschen blöd, aber das heißt, es geht dann auch schneller vorbei, weil man halt nur ein paar Ebenen hat. Und wenn man dann weiß, wo man hin muss, das ist alles ganz cool. Und die Bosse sind hintereinander, das heißt, man hat eigentlich weniger Räume, denke ich mal. Dann weiß ich noch, was Pay-to-Play ist. Da hat man jeweils, also man hat von Anfang an, glaube ich, 99 Münzen oder sowas. Und für jeden Raum, den man neu betritt, muss man eine Münze bezahlen. Genau, und wenn man keine Münze mehr hat, dann hat man verloren. Und bei dem Rest weiß ich gar nicht, was sie machen. Aber hier können wir ja mal reinschreiben, welche Challenge ihr dann als nächstes sehen wollt. Ich würde dann sagen, bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Hoffe, der Part hat euch ein bisschen gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.